Wozu brauche ich eine Käseharfe? Bei der Käseherstellung wird anfangs Milch durch Labzugabe eingedickt. Damit die Molke gut austreten kann, muss die dickgelegte Milch in gleichmäßige Würfel geschnitten werden. Für die senkrechten Schnitte verwende ich eine Konditorpalette. Für die waagrechten Schnitte kommt meine Harfe zum Einsatz. Man kann den Bruch noch einmal ganz einfach halbieren, indem man ein entsprechendes Brett unterlegt und den ganzen Vorgang wiederholt. So, jetzt noch schnell die restlichen Drähte spannen und fertig. Nach dem gleichen Prinzip lässt sich natürlich auch eine schmale Harfe für die senkrechten Schnitte bauen. Und waren einige Ideen für dich dabei? Freue mich auf Rückmeldungen.